Okay, dann grüße ich euch und wir starten die Folgesendung. Rosi, grüß dich. War ich so schlimm? Wunderbar. Dankeschön für diese Impulse. Also bin sehr begeistert über die Themen, die wir davor gehandelt haben. Für die, die jetzt diese Sendung in der Wiederholung sehen, wissen nicht, worum es geht. Auf jeden Fall, es ist Sonntag, den 2. Juni, 21 Uhr circa. Und wir machen weiter mit der Serie Die Rechte der Kinder, der Tiere, was das Gleiche ist. Das Thema war eigentlich mit Rosi sind wir in das Thema gekommen, weil es ging um die Rechte der Kinder, deswegen hatten wir gesprochen. Okay, für alle, die hier neu sind, für die, die langsames Internet haben, ist hier die Möglichkeit, wie ihr seht, High, die Quality auf Low zu stellen. Und hier ist die Möglichkeit, namentlich ein Nickname zu geben. Also es ist nicht nötig, hier auf Login zu machen, sondern direkt hier auf dem Bleistift Nickname geben. Joe. Und dann kann man einen Text schreiben. Hi. So. So einfach ist das. Das heißt, alle, die etwas schreiben wollen, es ist immer interaktiv, sind herzlich eingeladen. Und ich werde das heute kurz machen, weil die vorige Sendung lässt mich sehr staunen, sehr erfreuen. Und brauche ein bisschen Zeit. Also die Rechte der Tiere. Gestern haben wir den Wolf gehabt. Und ich bin sicher, dass so wie die Tiere in im Universum verewigt sind durch die Sternzeichen, durch die Sternenbilder, durch die Galaxien, durch die Sternenkonstellationen. Man hat an alle schon seit immer Tiernamen gegeben. So in Makro, das haben wir aber verpasst und vermisst, das auch im Mikrobereich zu machen. Ich möchte heute einen ganz kleinen Impuls geben, was Tier und Organe betrifft. Also, ich nehme an, ich habe die Information jetzt bekommen, dass Tier Zeichen oder Tiersymbolik oder Energien der Wesenheiten der Tiere auch in unsere Organe gespeichert ist. Was bedeutet das? Von einer Seite, wir wissen, dass Tiere uns oft Krankheiten abnehmen. Und ich nehme an, dass es auch meistens Organkrankheiten sind. Und ich würde gerne ein bisschen in das Thema reingehen, 10, 15 Minuten. Und dann die nächsten Tage vielleicht weitermachen. Also, Tier
Wesenheiten sind in unsere Organe gespeichert. Diese Informationen sind jetzt gekommen, durch eure Anwesenheit. Vielleicht ein Beispiel noch dazu, eben wenn es um Schweine geht, wir wissen, dass die Organe von Schweine auch benutzt werden zur Transplantation für die Menschen. Vielleicht ein bisschen Brainstorming. Das bedeutet, dass es für mich eine bestimmte Konstellation von Tieren, sowie die Tierkreiszeichen, ein Organismus bilden. Also es gibt, nehme ich an, auch in chinesischen oder in einige Horoskope Symbole, Grundsymbole von Grundtierarten, die, wenn sie zusammen sind, wenn sie zusammenwirken, ein Organismus bilden. Aus diese Gedanken oder Empfindungen komme ich auch darauf zu, dass wenn unser Horoskop, wenn die das Universum mit Tieren, das Horoskop mit Tieren einigermaßen, die Bildung ein, dass die Tiere gemeinsam in eine bestimmte Konstellation einen Organismus bilden, wo die einzelnen Tiere Organe sind, die selbstständig sind und wirken für das Wohle des ganzen Organismus. Warum ist das für uns wichtig, wenn wir jetzt erkennen würden, dass Organismus Tier in all seine Mystik, in all seine Wissenschaft, in all seine kosmische Ursprung, in all seine ja, seine Lehre, seine Schulung, die das auch beinhaltet, dann würden wir einiges für uns erkennen und wir würden weiter wachsen. Also das Projekt, das Thema ist, haben Tiere eine Entsprechung zu unseren Organen? Leber und Solarplexus spüre ich bei Schwein Missbrauch. Aha, okay. Das heißt, zum Beispiel Schwein, Leber, Solarplexus, Missbrauch. Das heißt, es ist nicht nur die Organe, sondern ist einfach auch ein Thema damit verbunden. Also wir hatten schon die letzten Tage ein Thema für die unterschiedlichen Tiere gefunden. Geben, geben, geben. Bei der Kuh dieses Nähren mit Milch. Nicht satt werden oder satt werden.
die Urmilch wegnehmen. Das hat zum Beispiel eine Entsprechung auf ein Organ. Und ein Thema, das Thema haben wir gesehen, aber die Entsprechung des Organs haben wir nicht gesehen, die Kuh. Wir haben auch den Huhn gesehen, die Hühner. Dann haben wir den Wolf gesehen. Und für mich das Wesentliche ist, neben den Milliarden, Millionen von Büchern, die geschrieben werden, diese ganze Fernsehen, dass das Wesentliche, das Wesen nicht oft erkannt wird oder niemandem interessiert, das Wesen zu erfassen. Und dazu lade ich eben ein in diese Live-Sendungen, die noch sehr begrenzt sind von den Zuschauerzahlen, lade ich jetzt ein, in diese Themen reinzugehen und abends dann neue Erkenntnisse zu bekommen. Wir haben eine Konferenz über Naturwesen in Wien und da könnte es vielleicht auch passen, wenn sich das entwickelt, mit diesem Thema weiterzumachen. Also die Tierwelt hat eine Wesenheitsentsprechung im Universum, im Überraum und hat eine Entsprechung mit Themen, die bei uns nicht gelöst sind, wie Missbrauch, wie haben, 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 wie Nahrung, Nahrung, Nahrung wollen. Wie Angst, Angst, Angst mit dem Wolf. Und diese Themen haben auch eine Entsprechung in einer unserer Organe. Ja, was meint ihr dazu? Ich möchte nicht weitergehen oder richtigen das ganze System entwickeln und eins nach dem anderen machen, weil es sind genügend Leute, die das machen. Meine Aufgabe ist, einen Impuls zu geben, dabei stehen zu bleiben und gucken, ob es interaktives Wirken gibt, weil meine Aufgabe ist, dieses Interaktives zu fördern, zu ermöglichen, um zu erkennen, dass es keine Kamera gibt, kein Bildschirm, kein Computer. Das sind nur Werkzeuge, damit wir auf Entfernung, was keine Entfernung ist, kommunizieren können. Das ist die neue Welt. Dario hat gestern gesagt, es gibt Skalarwellen. Man könnte Internet über Skalarwellen aufbauen. Und die haben kein Problem mit Geschwindigkeit. Also es gibt viele Möglichkeiten der Kommunikation und JTV fördert diese Möglichkeit, dass man das Fern nicht mehr in der altes Denken wahrnimmt, sondern dass man Entfernung als nicht mehr existent betrachtet in den Realitäten. Rosi, Kuh, Brust, Nahrung. Ja. Huhn, Darm, Verdauen. Oh. Aha. Huhn, Darm, Verdauen. Das heißt, dass das größte Problem
das Tier, was am wenigsten wertgeschätzt wird, ist der Huhn. Das größte Problem, was wir haben, ist mit dem Verdauen. Vor allem Verdauen der Vergangenheit, so wie Rosi gesagt hat. In den Konzentrationslager ist die Energie noch da anwesend. Wolf, Zähne durchbeißen. Stimmt, Huhn, Darm. Wunderbar. Wunderschön. So, ich, wie gesagt, ich bin gewohnt, eben so interaktiv, so wie Rosi das jetzt macht. Dann gehe ich mal, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Problem mit Verdauen habe, dann könnte ich was mit den Huhn machen. Irgendwie mich verbinden. Deswegen die große Nahrungsproblem in Indien wird die Kuh, ist die Kuh heilig erklärt worden. Ich gehe in diese Sendung nicht, weil ich etwas weiß, ich gehe in diese Sendung, wenn mich etwas interessiert. Und in dieser Aufmerksamkeit ist nicht das alte Fernsehen, das ich informiere, sondern ist Lebensschule. Ich bin ein Teil des Kreises und fordere die anderen auch, in diesem Thema reinzugehen. Rose, scharren, bis du einen Wurm findest. Aha. Aha, okay, wunderbar. Ja, das heißt, es gibt keine... Die Rechte der Tiere ist das Thema der Sendereihe. Es gibt kein Institut in den Universitäten für Tierwesenheit, Institut für Tierwesen. Es gibt zum Beispiel, was ich nicht verstanden habe, diese ganze Tierheime, wo eine Person sich um 20, 40, 60 Tiere kümmern muss. Und ich habe es nie verstanden, warum man nicht die Schulen an jede Schule ein Tierheim anvertraut, dass die Tierheime in Schulen sein sollen. Ich weiß es von meiner Zeit in Schulen war, in Polen sicher nicht, verboten, dass Tiere reinkommen. Der Grund wurde nie gesagt, ist einfach verboten. Habe ich immer gefragt, ja, aus hygienischen Gründen. Ich bekomme eher eine Grippe von den Schülern, als von einem Tier. Also mir wurde nie erklärt, warum Tiere in Schulen verboten sind. Und ich bin sicher,
dass man die größten Probleme im Schulbereich lösen würde, wenn man ein Tierheim oder eine Tieruniversität in jede Schule einzurichten. Der Umgang mit Tieren, die Verantwortung, das Lesen und Lernen von Tieren, von deren Wesenheiten, wie viele psychische Krankheiten und physische Krankheiten die Tiere, die Anwesenheit der Tiere in Schulen, Universitäten. Ich habe jetzt auch heute ein bisschen geguckt, habe ich gesehen, in einem Betrieb, in Berliner Morgenpost, das ist ein großer Verlag, oder Berliner Zeitung, irgend sowas, da ist an alle Mitarbeiter erlaubt, ein Tier mitzunehmen, die haben meistens einen Hund mitgenommen. Und ein Hund war ein bisschen schwierig. Und dann hat der Chef eine Hundeflüsterin erlaubt. Das war meistens die Zahlstelle. Die Leute sind in diesem Büro gekommen und der Hund, der da war, hat die Leute immer angebellt, wo es um Zahlung der Mitarbeiter ging. Und das heißt, in Betrieben sagte der Chef, durch die Anwesenheit der Tiere, alle Mitarbeiter durften ihre Tiere mitnehmen, hat sich das Klima verändert, verwandelt oder verbessert, so in dieser Form. Eben, und das ist... Das sind Formen, die ich mir vorstelle, wie man damit mit den Tierwesenheiten umgehen kann. Wir haben Katzen und viele Weinbergschnecken, mit denen die Kinder lernen. Aha, okay. Eben, aber ich denke einfach, wenn man sagen würde, ein Tierheim kostet den Staat 10.000 Euro im Monat. Und die Krankheiten der Kinder kosten vielleicht auch 10.000 Euro im Monat. Und die psychische Störung nochmal 10.000 Euro im Monat, der Lehrer. So, man könnte entweder 30.000 Euro sparen im Monat oder es sinnvoll verwenden, wenn man sagt, diese 10.000 Euro im Monat gehen dieser Schule, weil die ein Tierheim übernehmen und Personalkosten ersetzen. Ich bin sicher, für manche Kinder ist vielleicht schwierig oder für manche Lehrer, aber das für die meisten eine immense Begeisterung, Liebe. Ich denke, manche könnten sich nicht trennen von der Schule nach 5 Jahren wegen den Tieren. Also was für immense Erfüllung daraus kommen würde. Und wenn jemand sagt, ja, die Tiere könnten vom Lernen ablenken, das ist natürlich ein absolutes Nein. Tiere bringen ein Gleichgewicht, damit das Lernen, die Kraft fürs Lernen da ist, bringen wieder in die Intelligenz, bringen in die Entspannung, in die Gesundheit. Natürlich bräuchte man dann weniger Psychologen, weniger Sorgetelefone, weniger Beamte im Schulbereich, aber die könnten dann helfen, die Stelle der Tiere zu putzen.
würden sie was Nützliches machen. Viel, viel weniger Beamter im Schulwesen. Okay, das wollte ich heute mitteilen. Ich gehe nicht weiter in das Thema rein. Ich warte noch eine Minute, wenn ihr noch was habt. Das ist eine Reihe von Sendungen. Und würde ich gerne so weitermachen. Wenn ihr Erkenntnisse habt, ihr könnt die mir schicken oder ihr könnt die selber schreiben. So, wenn ihr hier in GTV seid, ihr könnt hier auf Experten klicken. Dann kommt diese Seite. Ich werde hier Veranstaltungen heute. Wenn man hier drauf klickt, hier wird das Video sein und den Chat. Und ihr habt die Möglichkeit, wenn ich jetzt in das Archiv gehe, die Sendung von gestern zum Beispiel, Dario hat die Symbole nebenbei gemacht, wunderbar. Hochgeladen. Also hier kann man die Sendung von gestern sehen. Hier ist der Chat und ihr habt natürlich die Möglichkeit, wenn ihr angemeldet seid, einen Kommentar zu schreiben. Das heißt, wenn ihr registriert seid, wo ist es denn? Also es geht nicht nur hier, sondern, also man muss sich, ich mache jetzt ein Login. Ne, ich bin eingeloggt. Hier, genau, ja. Hier habt ihr die Möglichkeit, ganz unten einen Kommentar zu schreiben. Und Link reinzutun und das Thema auch zu ergänzen. Okay. Beamte die Stelle putzen, wunderbar. Wieso, die machen doch genug Mist. Weil, vergiss nicht, ich war auch 23 Jahre Beamter. Okay. Jeder, was er verdient. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Rosi. Unglaublich, ich bin noch sehr berührt. Und es arbeitet noch nach, was du mir erzählt hast. Ich wünsche uns ein tierischer Abend, dass die Wesenheiten der Tieren nicht nur im Himmel sind, sondern in unser Körper, nicht weil wir sie gegessen haben, sondern weil wir sie lieben. Nichts gegen, ich habe keine Prinzipien, sollte oder sollte man nicht, jeder macht, was er möchte und alles ist richtig, wie es ist. Für mich geht es nur um Bewusstsein, um Reichtum, in der Wahrnehmung und Kultur, dass wir unsere Intelligenz erweitern, nicht nur auf der Informationsebene, sondern auf der Erfahrungsebene. Denn Informationen haben wir zu viele und zu viele Informationen verstopfen den Geist, die Seele und vor allem den Darm. Dankeschön, bis morgen. Aber morgen weiß ich nicht, ob ich da bin. Der tolle Dario kommt und möchte, hat eine Mitteilung von der Tierwelt.
Quack, quack. Eine Mitteilung von der Tierwelt, Dario. Tierwelt. Ja, bitte. Na gut, was denn? Ja. Du hast eine Frage. Ja, eine Mitteilung von der Tierwelt. Habe ich gehört, dass du von der Tierwelt, du bist gut verbunden, du bist ein großer Meister, ob du willst oder nicht, ob du es zeigst oder nicht. Mir scheißegal, ich krieg das mit. Leider kann man bei Wesenheit zu Wesenheit nichts verstecken. Galina, ich weiß auch genau, wer ich bin. Aha. Kann ich nichts verheimlichen. Okay, eben, gibt es eine Mitteilung abschließend von der Tierwelt, von der Wesenheit, von der großen Wesenheit Tierwesen? Oh. Oh, die ist. Das ist vom Gefühl her wie eine Parallele zur Erde. Also, es ist genauso ein Metawesen wie Mutter Erde. Also, das ist. Und kommt sozusagen das gleiche Gefühl von dieser umfassenden Liebe. Also, wenn ich versuche, die Erde wahrzunehmen, ist es für mich so ein Gefühl von allumfassender Liebe, was so überall, also drumherum ist. Und dieses Tierwesenheit ist wie, als wenn es da drüber wäre. Also gehören die so irgendwie zusammen. Und eine Botschaft. Wow. Keine Botschaft, das ist einfach nur diese Liebe. Das ist eine Botschaft, ja. Das ist eine Botschaft. So. Also, das große Tierwesen ist so eine große Wesenheit wie die Erde oder wie andere. Und die Botschaft des Tierwesens, wie das heißt, weiß ich noch nicht. Metawesen. Metawesen, Dankeschön, ist seine Botschaft ist Liebe. Und das haben sie uns bewiesen. Oh ja. Und gespiegelt. Und was war mit den Drachen in Krakau? Hast du da auch was gespürt? Ja, Resonanz. Musste ich an Ivona denken. Wir haben uns ja auch in Mühlberg über die Drachen unterhalten, die in dem Schloss da waren, ne? Und Ivana verbinde ich aber mit Polen, weil kommt ja zum Teil aus Ja, Polen. ich habe es nicht geschafft. Ich habe kurz gedacht, ich wollte ja Bescheid sagen, dass wir heute die Sendung machen, aber ich habe es nicht geschafft. Und Krakau, ich glaube auch einer von meinen Vorfahren kommt aus Krakau. Ah. Also ich habe zwei, aus meinem Familiensystem zwei Vorfahren, die in Polen, aus Polen kommen. Also einmal aus von der väterlichen Seite und einmal von der mütterlichen Seite. Und der Nachname kommt ja auch aus Polen. Deshalb hatte ich da so eine Reihe von Verbindungen gefühlt. Aber jetzt so explizit zu diesem Drachen, ist halt wie so ein Wächter, der ist da und bewacht ist. Ja, will er aufwachen oder muss oder ist er gefangen oder ist er frei oder hängt das von uns ab? Er ist starr, also so wie so ein starrer Wächter, aber er ist nicht gefangen. Also hat er doch wie beides, als wenn er so. Na, er wartet, bis wir aufwachen oder bis das Umfeld aufwacht, dann gibt es was zu tun. Ansonsten macht er seinen Tiefschlaf. Nein, 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 das Nicht? ist nicht richtig. Er ist zwar starr, aber er tut aber was. Er hat trotzdem eine schützende Funktion. Wenn aber mehr Bewegung reinkommt rundherum, dann wird er auch sich mehr bewegen. Genau. Also dann, also er macht jetzt schon was, also jetzt nicht nur schläft jetzt nicht, aber es ist nur auf einer höheren, also geistigen Ebene. Und wenn aber mehr Bewegung reinkommt, dann kann es auch sein, dass er also durch die als Statue wirklich so also materiellen erwacht und auftritt als Drache. Und diese freie Kinderschule hat etwas damit zu tun?
Also auf jeden Fall, also von dem Meta-Tierwesen ist die Idee, was du vorhin gesagt hast, sehr gut aufgenommen, dass man die Tiere überall einsetzt. Ich habe es nur ein bisschen mitgehört. Die freie Kinderschule. Nein, na, er ist wie so ein Schutzpatron, ich sehe ihn an der Spitze davon. Also man könnte ihn, also als Symbol oder so, ne? Weil für freie Kinderschule, was das vorhin gehört habe mit dem Reisen, eigentlich bedeutet es für mich ja auch, dass die halt viel reisen, ne? Das ist ja, machen ja die in dieser einen Lebensgemeinschaft auch so, dass sie die Kinder mit den Kindern ganz viel reisen, um die Welt zu zeigen, weil aus Schulbüchern zu lernen und oder die Welt sehen ist ja was völlig anderes. Das heißt Erdkunde. Genau, also sozusagen an der Spitze der Drache und die reisen sozusagen dann in diesem Zug über die Welt und den Länder. Am Anfang als Symbol, er ist da, er ist sozusagen nur auf geistiger Ebene. Aber später, wenn wir uns, sag ich mal, weiterentwickelt haben, kann es auch sein, dass wir tatsächlich Kinder auf materiellen Drachen dann durch die Welt fliegen. Ist besser als Flugzeug, ne? Ja, sowieso. Macht mehr Spaß. Auf jeden Fall. So wie in der unendliche Geschichte, ne? Fuchur. Okay. Ja. Ja, wunderbar. Dankeschön für deine Weisheit. Das ist sehr treffend. Ich quatsche und da ist der Profi nebenbei und hält sich zurück. Das ist eine Schande. Ich sage es so spaßenhalb. Warum soll ich mich abwracken? Okay, Dankeschön. Abwrack für Prämie? Darum heißt der The Ario. Warum? Dario Drache, nee. Er schläft, glaube ich. Die Kirche hat sein Kronenchakra geschlossen, die drauf sitzt. Aha. So eine Aha. Die von den Drachen. Ne? Ja, ja. Passt ja. Danke, Dario. Ja, finde es auch so treffend. Vielen Dank. Bis morgen. Wie gesagt, die Wiederholungen sind am schnellsten innerhalb halbe Stunde meistens. Sind dann hier in Expertenseite, hier Veranstaltung heute. Also hier einfach draufklicken oder hier. Klick drauf mal. Und spätestens halbe Stunde, eine Stunde ist die Sendung schon da. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.